Das COMET-Programm steht für Competence Centers for Excellent Technologies und ist sozusagen der Rolls-Royce in der Forschungslandschaft, wenn es um Zusammenarbeit geht, vor allem zwischen Land, Bund, länderübergreifend, bundesländerübergreifend, dann ist das, wie gesagt, der Rolls-Royce, wo es nicht einfach ist, als Bundesland mitzuspielen, weil eben auch hier die Konkurrenz eine sehr große ist. Aber ich heute sagen kann, dass es Niederösterreich geschafft hat, in neuen Förderprogramm vom COMET wirklich exzellent zu realisieren. Insgesamt fließen in den kommenden Jahren zusätzlich rund 14 Millionen Euro an Bundesmittel und 5 Millionen Euro aus Landesmittel in die niederösterreichische Forschung. Das ist uns hiermit gelungen, worauf ich sehr, sehr stolz bin, vor allem, dass, wie gesagt, alle Anträge und alle Projekte genehmigt worden sind. Das ist eigentlich auch der Ausfluss von dieser langjährigen Fokussierung auch auf den Forschungs- und Entwicklungsstandort Niederösterreich und die weitere Entwicklung in dieser Richtung. Eine klare FTI-Strategie, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die sich auch in unserer Wirtschaftsstrategie widerspiegelt. Das heißt, alle ziehen an einem Strang. Niederösterreich aus unserer Sicht vielleicht ganz allgemein hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und ist sehr stabil auch bei allen Programmen der Forschungsförderungsgesellschaft gut etabliert, also sowohl bei thematischen als auch bei Basisprogrammen. Mit den Kompetenzzentren ist Niederösterreich jetzt in dieser Runde mit Oberösterreich und Steiermark, und die sind ja bekannt hin sehr starke Industriestandorte, auch gemeinsam diese drei Bundesländer die stärksten gewesen. Dazu kann man nur gratulieren. Es ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich, hier sehr gute Anträge zu stellen, die dann von internationalen Experten beurteilt werden, und da zählt einfach nur die Qualität. Da gibt es keine regionale Schwerpunktsetzungen, da gibt es keine, da zählt, was steht und was es ist, und das wird bewertet, und das ist dann entweder sehr gut oder nicht. Und in diesem Fall waren alle vier Projekte, die mit niederösterreichischer Beteiligung jetzt eingereicht haben, für die Jury sehr gut und auch für uns als FFG. Wir werden wissenschaftliche Grundlagenforschung betreiben, aber, und das halte ich für ganz wichtig, Lebensmittelproduktion, Futtermittelproduktion hat immer einen gesetzlichen Rahmen, der sehr stark auch auf die Produktionsbedingungen wirkt. Wir können unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse, können wir unsere Partner wie die AGES, aber auch die Ministerien, können wir natürlich dann auch für die wirkliche Verbesserung der Produktionsbedingungen für unsere Betriebe nutzen. Und wir sind sehr nahe am Konsumenten und an der Konsumentin. K1-Zentren, wenn man sich durchliest, die können sehr hochtechnisch spezifisch sein. Aber unser Thema Lebensmittel, glaube ich, das versteht jeder. Spätestens, wenn wir die nächste Mahlzeit zu uns nehmen. Und insofern, glaube ich, lässt sich es auch den Konsumentinnen sehr gut erklären, wieso Steuergeld auch natürlich für diese Tätigkeiten verwendet wird. Dieses K1-Zentrum wird alles dazu tun, jetzt wirklich in Österreich diesen Forschungscluster mit den Wirtschaftspartnern und den Lebensmittelclustern zu schließen und wirklich für eine erfolgreiche Zukunft eben daran zu arbeiten.